Ein bisschen verstaubt das Ganze. Lang ist es her, als euer Roy mal Videos gemacht hat. Lang ist es her, ja, ich weiß. Schande über mein Haupt. Aber wie ich schon im Motorradkanal informiert habe oder erwähnt habe, gab es so ein Down-Moment, Down-Zeit, wie auch immer, wie Downsizing, nur so ähnlich. Nein, es war aber, falls ihr das nicht wisst, sage ich es euch jetzt auch. Also das Video bringt euch nicht viel, das ist mehr Gelaber schnell, so ein Info-Gelaber-Video schnell, so das gleiche, was ich gemacht habe beim Motorradkanal oder beim Motorradkanal und hier halt einfach noch auf diesem Kanal, weil es wisst ihr nicht, alle wissen ja nicht, was abgeht auf dem Motorradkanal, sind ja, ja andere Abonnenten, ein paar wenige von hier, wie auch immer, scheißegal, also die, was das andere Video kennen, können das jetzt ausschalten, egal. Kurzum, es ist familiär gewisses gewesen, wo mich nicht unbedingt motiviert hat. Auch sonst keine Lust auf Videos, Ideenreichtum und so ist sehr spartanisch ausgestattet. Und ja, und dann kam das noch mit dem Führerausweis. Ja, in der Schweiz heißt der Führerschein Führerausweis. Wo ich in die Schweiz gekommen bin, dazu mal dachte ich auch, der Führerausweis! Finde ich noch cool, ob das unser alter Adi auch gehabt hat, wer weiß es. Vielleicht nicht, darum hat er auch versagt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und dann kam das Motorradthema. Wer mich kennt schon länger, weiß, ich habe immer so eine extreme Neigung zum Übertreiben. So immer nach dem Motto auch, lieber haben statt brauchen. Und das war ja dann bei dem Motorrad auch so, die ganze Energie, alles ist in die Motorradgeschichte eingeflossen. Und in der Schweiz kann man ja den Lernfahrausweis machen, dann kann man gleich ein Motorrad kaufen oder zuvor, scheißegal. Und dann kann man sofort auf die Straße mit normalerweise das L hinten dran, das blaue, das ich natürlich nicht drauf gehabt habe, schaut scheiße aus. Aber egal, Fakt ist auf jeden Fall, dann bin ich gefahren und gefahren, also mit den Motorrädern, was ich bis jetzt schon hatte, alles zusammen und so, ca. 20.000 Kilometer innerhalb von ca. einem Jahr gefahren. Ja, aber die Prüfung muss man ja auch mal machen. Da ja ich, wer es kennt, weiß, wie toll das ist, Prüfungsangst hat, weiß genau, dass wenn man Prüfungsangst hat, nicht unbedingt gut ist in Prüfung. Und genau das hat mir meine erste Prüfung total versaut. Ich bin ja sowieso schon ein, so wie soll ich sagen, nicht der selbstbewusste Hardcore-Typ. Und dann bei der Prüfung, und ich weiß, dass ich Motoren fahren kann oder kann. Ich kann es gut, natürlich kann man Motorrad fahren, finde ich nie perfekt. Aber ich kann es für das, was ich gefahren bin, eigentlich gut, auch unfallfrei bis jetzt etc. Und bis zur Prüfung habe ich mir zum ersten Mal angewohnt, nach Anraten meiner engsten Leute, blöd gesagt, positiv zu denken. Ich bin ein Pessimist und ich denke eigentlich immer nur negativ. Und das hat mir im Prinzip im Leben viel, wie soll ich sagen, so Frustrationen oder geholfen, Frustrationen zu vermeiden, da du vom Schlimmsten ausgehst. Und wenn du vom Schlimmsten ausgehst, dann kann es nur besser werden. Aber diesmal habe ich auf andere gehört und habe probiert, manifestieren und wie auch immer, dass ich es schaffe und positiv gedacht und so weiter und so fort. Eben, ich bin ja ein erfahrener Optimist, weil Pessimisten sind ja erfahrene Optimisten und habe mir angewohnt, pessimistisch zu sein, weil ich ja viel enttäuscht wurde. Aber diesmal, ja, denk positiv, du schaffst es, du weißt, dass es kannst, blabliblu. Ja, so bin ich zur Prüfung gegangen. Dann hat die Prüfung angefangen. Ich war noch voll relaxed. Prüfung fängt an, zack. Der Roy zittert, hat Angst und könnte halb am Boden kotzen und fuhr wie mit einem fetten Stab im Arsch dann Motorrad. Und das sah dann irgendwie aus, wie ich nicht mal 20 Kilometer in der letzten Zeit gefahren bin. Eine Katastrophe.
zwar rein fehlertechnisch, also gefahrentechnisch, wie auch immer, nicht so schlimm. Schlimmer ist noch, oder das, was noch dazu kam, ist ja, dass nach dem Parcours, was man fährt, der Fahrparcours, in der Schweiz das so ist, zumindest in den meisten Kantonen und in dem Kanton St. Gallen, wo ich bin, auch, dass der Prüfer hinten auf dem Motorrad sitzt und nicht wie in Österreich, Deutschland, hinten mit dem Auto, mit dem Fahrrad nachfährt und so und dir sagt, vorne links, rechts, bla bla bla. Nein, der fährt auf deinem Motorrad hinten drauf und macht dann diesen da, wenn du nach rechts fahren sollst, und diesen da, wenn du nach links fahren sollst. Oder zum Beispiel beim Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen sollst, macht er dreimal so. Oder eine Hand kommt und zeigt dir so. Egal wie, er sitzt hinten drauf. Und dann war es komplett vorbei für mich. Und er merkt ja, ein Sozius merkt ja, und der Fahrer natürlich so oder so, wie sicher du fährst. Und wenn er ja schon merkt, dass du halb am Durchdrehen bist und am Zittern bist schon warst und diesen da voll verkrampft bist und ich bin so verkrampft gewesen, dass meine Hand, das waren wie zwei Kunststoff, also wie zwei Prothesen kann man sagen, weil sie komplett taub und eingeschlafen sind, weil ich so verkrampft gefahren bin und ich habe ja sowieso das Problem, dass meine Hand, vor allem die rechte, immer einschläft, egal was ich mache, dass ich je nach Zeit und Monat irgendwie anders. Aber da war komplett aus und ich fuhr wirklich einen Scheiß zusammen, wirklich voll unsicher. Dann natürlich zum Ding gefahren, ich weiß, lange Geschichte, aber ihr kennt mich, Gelaber ohne Ende. Dann zur MFK wieder gefahren, ins Büro laufen müssen, also sprich nachher hat er den aufgerufen. Und dann sagt er natürlich, leider, sie haben es nicht bestanden. Und ja, für mich brach, obwohl ich es ja schon gedacht habe, weil ich so einen Scheiß zusammengefahren bin, weil ich so Prüfungsangst hatte, für mich brach im Prinzip eine Welt zusammen. Klingt zwar wirklich jetzt voll melodramatisch, dramatisch, aber für mich war das wirklich schlimm, weil ich komplett positiv an die Sache ranging, voll schon im Kopf mir vorgestellt habe, dass es klappt, wie ich den Ding, wie ich das, ja, sie haben es geschafft, die Antwort bekomme und bla bla bla, Gratulation. Alles habe ich mir schon wie in einem Film vorgestellt und dann kam das. Und das, die, wie soll ich sagen, klingt blöd, Demütigung für einen selber, wenn man weiß, man kann es eigentlich und man hat sich schon alles positiv schon vorgestellt und bekommt genau das komplette Negative, war dann wirklich ein Motivations-Komplett-Dämpfer für mich. Klar ist auch familiär so, dass gewisse Leute in der Familie immer 130% von dir erwartet haben als Kind und du hast nicht einmal die 100% geschafft und man ist immer noch der kleine Idiot gewesen. Das macht das auch nochmal aus, das Ganze. Das ist auch nochmal das, was einem dann auch, soll ich sagen, sich selber oder man macht sich selber voll viel Stress. Man muss immer alles schaffen und super sein. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch das. Fakt ist einfach, es hat mich komplett in ein Loch geworfen. Klingt, ich weiß, voll bescheuert. Und jeder, was irgendwelche schlimme Krankheiten durchgemacht hat oder Unfälle, Schicksalsschläge, alles, denkt sich, Alter, das ist ja nichts. Aber für mich ist das halt, weil ich sonst nichts Schlimmeres kenne, Holzklopfen, Katastrophe gewesen. Und ja, mit der super positiven Einstellung war es vorbei. Aufs Motorrad gestiegen, nach Hause, das Beste ist sowieso, aufs Motorrad nach der Prüfung gestiegen, zwar komplett down, aber die Prüfungsangst war weg. Und Roy fuhr wieder wie ein kleiner obdachloser Rossi. Warum obdachlos? Mir ist das nichts Besseres eingefallen. Egal. Fuhr ich nach Hause und ich war wirklich komplett im Depri-Modus und hatte keinen Bock im Prinzip auf nichts mehr. Auf Arbeit sowieso nicht, das ist sowieso klar, aber auch zu Hause das Putzen. Na, es sieht nicht aus wie bei dem Flodders oder hat ausgesehen, aber einfach kein Bock mehr. Und auf Videos sowieso nicht und scheiß drauf und lecker mich auf Deutsch gesagt alle am Arsch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die zweite Prüfung ist dann gekommen und ihr müsst eines hier auch beachten, warum ich mir nochmal Stress gemacht habe, ist das,
Ich habe ja das Glück, wie soll ich sagen, die Schweiz hat ja ein neues Gesetz gemacht dieses Jahr. Also sprich, wer dieses Jahr, also letztes Jahr noch, der Lernfahrausweis für Kategorie A unbeschränkt angefordert hat, kann dieses Jahr 2021 die Prüfung machen und hat somit die Chance noch für den Direkteinstieg für die A unbeschränkt Kategorie. Ansonsten ist es dann so wie in anderen Ländern auch, dass man dann auch Step by Step so den Stufenführerschein hat und dann eben hätte ich mit Kategorie A2 anfangen müssen und mit bis zu 35 Kilowatt fahren und da dachte ich mir, nein, fuck you, ich bin über 35, also 36 jetzt, ich fahre hier nicht mit 35 Kilowatt am Anfang und so und lass mir das versauen, nee, und darum habe ich mich schon fast gezwungen oder mir selber noch einen Stress gemacht, ich muss das so schnell wie möglich schaffen. Ja, die letzte Chance war jetzt nun die Prüfung vor einer Woche, eineinhalb, wie auch immer, war ja die letzte Chance, weil jetzt machen sie auch keine Dinge mehr, keine Tests mehr oder keine Prüfungen mehr, weil ja der Winter, kalt, eisig, whatever. Und wenn ich das jetzt auch verkackt hätte, dann wäre ich in die neue Regelung gekommen, hätte mir nächstes Jahr einen Lernfahrausweis für A2 beantragen müssen, um dann 2 Jahre, sofern ich die A2-Prüfung geschafft hätte, 2 Jahre dann mit 35 Kilowatt fahren können, müsste, wie auch immer, um dann nochmal eine Prüfung zu machen, dass ich A fahren kann, unbeschränkt. Und das war noch ein Stresspunkt, wo ich mir dachte, nee, du musst das schaffen, ihr habt keinen Bock. Und da kommt das Thema kein Bock noch ein bisschen anders. Ich habe eine Super Duke, ich habe eine Honda Big One und dann, okay, die Wehrdrosselbahn noch seit neuestem, habe ich eine XSR 700 X-Tribute Yamaha. Im Prinzip hätte ich die Super Duke verkaufen können oder 2 Jahre herumstehen lassen können. Die Big One hätte ich auch, schau, wie auch immer. Ja, und die anderen Motoren hätte ich drosseln können. Scheißegal, will ich aber nicht. Fakt ist einfach, beim zweiten Mal hat es mit Mühe und Not geklappt, ich betone mit Mühe und Not. Ich habe alles dafür getan, dass ich ruhig und ausgeglichen bin. Bis zur Prüfung hat es auch funktioniert und bei der Prüfung war alles wieder für den Arsch. Also ich sage euch, egal wie ihr es macht, was ihr nehmt, wenn ihr Prüfungsangst habt und es ist tiefgründig die Prüfungsangst und der Stress, was ihr macht, bringt es einen Scheißdreck. Ihr müsst euch wirklich schauen, dass ihr es irgendwie aufarbeiten könnt und so blöd wie es klingt, irgendwie psychisch zu einem Psychodoktor gehen, scheißegal, und euch das wirklich Step by Step tiefgründig aufarbeitet, denn ich dachte, mit den diversen Tricks, was ich gemacht habe, klappt das jetzt, weil ich wirklich ausgeglichen und ruhig war. Und es hat wirklich im Prinzip einen Scheißdreck funktioniert, denn das bisschen, was ich weniger nervös war, war nur, weil ich schon mal die Prüfung gemacht habe. Weil ich gewusst habe, wie es jetzt abläuft. Aber sonst war ich genau gleich nervös, wie eben, wo ich es verkackt habe. Ich glaube, der Prüfer hat auch einen guten Tag gehabt und hat vielleicht auch gemerkt, wo ich hinten nach, halt mit, wo dann ein anderer Prüfer, Prüfdingsbums, der andere, wie sagt man zu denen eigentlich, Prüfling dran war, musst du ja dann allein denen nachfahren. Und da hat er ja, sieht er auch oft in den Rückspiegel. Und da habe ich mein Potenzial auch so zeigen können, wie ich fahre, wenn ich alleine bin. Und nicht eben, wenn eben ein Prüfer drauf sitzt, weil ich bin sowieso nicht der Fan von Sozius fahren. Das werde ich auch nie werden, weil die Verantwortung auf dem Motorrad finde ich x-mal größer, wie wenn jemand im Auto mit dir sitzt. Ja, Prüfung bestanden, juhu, Freude. Jetzt habe ich wieder mehr Motivation, obwohl ich nicht weiß, was ich auf diesem Kanal noch wirklich so bringe im Moment. Denn im Moment drucke ich nicht viel mit 3D-Drucker. Ich habe mir zwar, dort steht ein riesen 30 Liter Ultraschallreiniger, aber der habe ich mir auch nur eigentlich zugelegt für eben dann Vergaser zu reinigen für Motorräder oder sonstiges, Krimbims, ein Kleinteilereiniger, so einen günstigen Billigscheiß habe ich mir hier getan, ja, dies, das, aber
nichts wirklich, was euch vielleicht oder vielleicht interessieren würde. Also ich muss noch schauen, was ich hier bringe. Weil im Moment bin ich wirklich ideenlos ein bisschen. Falls ihr Ideen habt, wo mir vielleicht gefallen könnten, schreibt es in die Kommentare, irgendwas, was ich vielleicht sage, hey, das würde ich noch gerne machen, weil es gibt ja auch vieles, was ich nicht mehr machen will, obwohl es auch interessiert, klingt zwar böse, blöd oder so, aber mich interessiert es dann nicht und da kann ich auch keine guten Videos machen, weil dann ist es wieder ein gezwungenes Ding und ja, ein Teufelskreis, ihr merkt. Ja, das soll die kleine Erklärung gewesen sein von dem Ganzen, warum keine Videos mehr gekommen sind und das Ganze. Und natürlich eben, bei mir ist auch immer das Interesse, bei mir wandert immer sehr schnell. Dann ist es eine Zeit lang voll 110% 3D, du Ranzfanz, da geht Geld rein, da geht Zeit rein, Stunden, Monate und zack, ist es vorbei und das nächste kommt und dann geht es in die Richtung und dann zack und wieder in die Richtung. Also man kann sagen, ich kann vieles, aber vielleicht vieles auch nicht perfekt, weil ich eben mir nicht was speziell irgendwie aussuche in meinen Interessensdingen, wo ich dann auch behalte oder dann das Leben lang mache oder so. Es ist wirklich sehr sprunghaft, vielleicht ist das der Wassermann in mir, was da spricht, was dann... Ja, das ist wie mit den Waffen, zack, Waffen, yeah, wuah, und zack, uninteressant. Teufelskreis. Jetzt dieses Motorrad, leider ist jetzt Winter bald da und es ist kalt, also wenn ich eine Garage hätte, wo warm wäre, dann wäre das auch nicht so ein schlimmes Thema. Jetzt ist es ein schlimmes Thema. Na, ich habe mir was gedruckt, das hier, aber im Prinzip auch nur was für Motorrad. Falls es euch interessiert, hier steckt ihr die Spraydose rein von, wie heißt das? 2S, 1S, ja, keine Ahnung, egal. Und dann ist hier die Kette und dann könnt ihr sprayen so, und dass hier das Zeug nicht auf das Rad oder sonst wo kommt, so eine Art Auffangwanne. Ja, ich glaube, mehr kann ich im Moment nicht sagen, was euch weniger noch interessieren könnte. Aber das soll die Erklärung gewesen sein von dem Ganzen. Jetzt weißt du Bescheid und ich hoffe, dass ich irgendwie Themen finde für diesen Kanal, wo ich euch noch geben könnte. Und sonst bitte Feedback, Ideen, so was vielleicht euch interessiert. Vielleicht finden wir so mit was, wo auch mir zusagt, wo ich sage, hey, das ist eine coole Idee. Ja, und wann nicht, dann halt nicht. Aber dann bleibt trotzdem vielleicht Abonnenten, weil dann kommt sicher irgendwann kommt wieder was, aber ich weiß nicht wann. Aber danke trotzdem an die ganzen Abonnenten. Sind wirklich wenige jetzt gegangen, obwohl lange nichts kam und ein paar sind wieder gekommen. So, es hält sich konstant, finde ich ja schön. Aber eben scheiße, dass nicht mehr kommt. Das weiß ich, das ist mir klar. Und ich habe schon wirklich eigentlich ein schlechtes Gewissen. Will eigentlich, aber ja. Wenn man nicht weiß, was und mit gutem Gewissen was machen kann, nicht nur einfach zum irgendwas füllen, ist es auch Schwachsinn. So, das soll es aber jetzt gewesen sein. Danke an euch und ja. Ich hoffe bald bis zum nächsten Mal, oder? Tschüssi.